Der Tod. Für Wissenschaftler ist er nicht unausweichlich. In 20 oder 30 Jahren haben wir das Altern völlig abgeschafft. Uni Heidelberg. Studenten und Dozenten erwarten einen Stargast, Aubrey de Grey aus England. Er ist Experte für Biologie und Informatik. Sein Credo ist verlockend. Alles kann repariert werden, auch das Alter. Ich will die Leute davon überzeugen, dass wir das Alter besiegen können. Ich glaube, in 20 oder 30 Jahren kann uns das gelingen. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Vortrag mit unserem biomedizinischen Gerontologen Aubrey de Grey. De Grey will nicht, wie die herkömmliche Altersforschung, das Altern erleichtern und verlängern. Er will es schlicht abschaffen. In seinem 7-Punkte-Konzept geht es um Zellerneuerung und molekularbiologische Eingriffe. Damit verspricht er 1000 Lebensjahre und mehr. Von Geburt an beginnt der Alterungsprozess. Zellen teilen sich und sterben ab. De Grey will ein Reparaturprogramm für beschädigte Zellen starten. Andere Wissenschaftler glauben, dass wir schon bald rund 120 Jahre alt werden können. De Grey denkt in anderen Dimensionen. Eine Studentengruppe hatte den exzentrisch wirkenden De Grey aus Cambridge nach Heidelberg gebeten. Für den 43-jährigen Anti-Aging-Guru ist der menschliche Körper wie eine Maschine, die physikalischen Gesetzen gehorcht. In seiner Zukunft soll jeder selbst bestimmen können, wann er das Älterwerden stoppt. Altern ist für De Grey ein schadhafter Prozess und für die Menschen eine Krankheit, die es zu bekämpfen gilt. Weltweit sterben jeden Tag ca. 150.000 Leute. Zwei Drittel, also 100.000 Leute, sterben aus Gründen, aus denen junge Menschen nie sterben würden. Sie sterben also, weil sie alt sind. Und das sind einfach zu viele. Ich will alles tun, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. Doch was passiert, wenn niemand mehr an Altersschwäche stirbt? Die gesellschaftlichen Konsequenzen seiner Theorie spielen für den ehemaligen Cambridge-Professor durchaus eine Rolle. Doch aus seiner Sicht werden Menschen, die 1000 Jahre alt werden können, selten Lust auf Nachwuchs haben und außerdem genügend Zeit haben, um das Problem Überbevölkerung in den Griff zu kriegen. Der 43-Jährige, der zwar verheiratet, doch kinderlos ist, hat sich mit Haut und Haaren dem Anti-Aging verschrieben. Ich finde Aubrey faszinierend, weil er Dinge behauptet in der wissenschaftlichen Welt, die umstritten sind, und weil er damit klarkommt, dass er kritisiert wird. Nicht nur oft auch nicht sachgerecht kritisiert wird, sondern auch wegen Dingen, die man normalerweise nicht tut in der Wissenschaft. Mit seinem Aussehen betont de Grey seine Außenseiterrolle im Wissenschaftsbetrieb. Sein Ansatz, den Mensch als Maschine zu begreifen, ist umstritten und provokant. Der Körper des Menschen ist im Prinzip wie eine Maschine, wenn auch eine komplizierte. Einfache Maschinen können wir schon sehr gut instand halten, Autos zum Beispiel. Wenn wir sie immer wieder reparieren, können sie statt 20 Jahre im Normalfall, als sogenannte Oldtimer, im Extremfall schon mal 100 Jahre alt werden. Der Mensch ist zwar etwas komplizierter, doch wenn wir seinen Körper erst einmal durch und durch erforscht haben, können wir ihn auch reparieren. Das heißt, wir werden dann die ganzen altersbedingten Krankheiten erfolgreich behandeln und so auch den Tod besiegen. Manche handeln de Grey schon als zukünftigen Nobelpreisträger. Andere ziehen es vor, ihn einfach nicht ernst zu nehmen. Glauben Sie mir, manche Menschen werden noch viel länger leben als 1000 Jahre.